Durfte eine Frau Pharao werden? Seit wann dürfen Frauen in Frankreich mit Autos fahren? Wann kam das Wahlrecht für Frauen in der Schweiz? Diese Fragen und mehr geht das Buch Frauenleben im Lauf der Zeit für Kinder ab 8 Jahren auf den Grund. Dieses Buch präsentiert die Geschichte der Menschheit von der Steinzeit bis zum 21. Jahrhundert, aber aus der Perspektive von Frauen. So erfahren wir beispielsweise, dass wir wenig über die Rolle von Frauen und Männern in der Steinzeit wissen. Wahrscheinlich kümmerten sich beide Geschlechter um alle Aufgaben. Wir lernen, dass sich die ersten Frauenproteste im antiken Rom ereigneten, als sich die Frauen ihr Recht zurückeroberten, teure Kleider zu tragen. Auch im 21. Jahrhundert braucht es noch immer Proteste im Kampf gegen Ungleichheit, zum Beispiel aufgrund der ungleichen Bezahlung von Männern und Frauen. Dieses Buch ist Teil unserer mobilen Bibliothek Klischeefrei aufwachsen, die aus insgesamt 140 Büchern besteht. Gerne könnt ihr euch eines oder alle unserer Bücher kostenfrei ausleihen.